Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich bin die Zockerbraut, wir sind hier auf Onershof, vorn steht Raoul und ich glaube, ich versuche es jetzt zum fünften Mal, ihn umzuhauen, also im Laufe der Parts, ne? Ja, alle guten Dinge sind 50 bei mir. Schauen wir mal. Okay, das müsste passen vom Abstand. Was willst du? Dir aufs Maul hauen. Und zwar so richtig. Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Was? Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Ich bin wohl bisher zu nett zu dir gewesen, was? Oh, falsche Waffe. Und es geht schon. Würdest du bitte schlagen? Ja, geht schon fertig! Fertig! So, Batsch, bumm. Zeig ihm auf! Ich hab's uns Alter. Gezeigt. Die falsche Waffe, ne? Es fängt schon wieder super an. So, nochmal. Wieso habe ich bitte den Bogen? Ja, Moment, das haben wir gleich. So, wegstecken. Speichern. Ja, machen wir hier wieder. Wie gemein. Es geht schon wieder um, ne? So, nochmal. Das überspringen wir gleich. Ich hau dir aufs Maul. Bla, das ist genau. Ich bin wohl. Und geht schon. Zeig ihn fertig! Hör nicht auf! Alter! Hör nicht auf! Arschloch! Mach ihn fertig! Hör nicht auf! Alter! Boah! Er hat mich wieder kritisch getroffen, diese Sau! Wie geht das? Ey, das ist so ein Arschgesicht. So, nochmal. Hallo Arschgesicht. Was? Ja, bla bla. Nicht mehr, was ich glauben so. Soll. Was? Eins, zwei, drei, vier und geht schon. Mein Gott. Zeig ihn fertig. Mach ihn fertig. Läuft schon nicht so schlecht. Hör nicht auf. Boah. Mach ihn fertig. Hör nicht auf. Ihm. Flach doch zurück. Mach ihn fertig! Ja, wir geben uns Mühe. Boah. Na, ich schwöre vorbei. Boah, das ist so gemein. Und nochmal, jetzt lief es endlich gut, ne? Und dann sowas. Na, echt unfassbar. Arschloch. Was? Wo hast du das denn schon wieder her? Das ist genau. Ich bin wohl bis. Bla bla, komm her, die Missgeburt. Scheiß, trifft er mich zuerst. Schau, ich schwöre vorbei. Und laden. Manchmal, ja. Läuft's nicht so gut. Ja, mach hin. Kann ich irgendwas noch machen? Ich glaube nicht, ne? Ich kann das nicht glauben. Ich habe eh alles ausgerüstet, was irgendwie hilft. Also komm mir nicht so. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Ja. Es wird halt nicht besser. Ich muss das so schaffen. Fertig aus. So. Es hat ja nicht so schlecht ausgeschaut. Wenn der mich halt kritisch trifft, ist halt finster. Ne? Das ist 3, 4 und geht schon. So. Mein Gott! Und der hat mich wieder kritisch getroffen. Das ist nicht zu glauben, oder? Das ist unfassbar. Pass auf! Das ist echt so gemein. Ja, mach ihn fertig! Das wird ihm eine so Lehre fies. Sein. Nee. Also das wird wahrscheinlich den ganzen Part jetzt dauern, ne? Aber ich habe fast keine andere Wahl mehr. Ich muss sie machen. Halt den Mund. Ich glaube, was? Das ist gemacht. 4 und geht schon. Ja, und schon wieder getroffen. Wie gibt's das? Das ist echt. Das Blocken ist halt auch nicht mehr das, was es mal war. So, nochmal. Bla bla. Noch mehr bla bla das ist bla bla. Da komm her. Es gibt was. Mein Gott. Mach ihn fertig. Fertig.
Fertig. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Komm schon. Mach ihn fertig. Bitte. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Der hat ja. Steck die Waffe weg. Logisch. Gott sei Dank. Weg damit. Alles ausgeraubt. So. Yes, wir haben es geschafft. Wow. Moment, schnell speichern. Ganz schnell speichern. Passt. Yes, wir haben es geschafft. Doch nicht den ganzen Bart gebraucht. Steh auf, du Mistkerl, du Dreckiger. Na was? Hopp, auf mit dir. Du Ratte. Darüber reden wir noch. Oh ja, und zwar jetzt. Na komm. Warte mal. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Ich will mich auf dem Hof umsehen. Hast du was dagegen, wenn ich hier als Söldner anfange? Jo, fragen wir mal so. Hast du was dagegen, wenn ich hier als Söldner anfange? Ach, mach doch, was du willst. Okay, das ist schön. Das heißt dann wohl ja. Und passt so. Tschüss. Sehr fein. Ja, Rot trägt einen zwei... Ja, warte mal. Ich glaube, da trägt so ein Dings zwei hinter, ne? Das hilft mir nichts. Gunnar. Wer warst du schnell? Da muss man mal ganz kräftig dazwischen hauen. Ach so, das glaube ich schon. So. Das passt. Rots Schwert kann ich nicht hochheben. Das haut nicht hin. Jetzt wäre es gut, mit Silvio und Burko zu reden. Ich gehe mal kurz schlafen. Das hat er wirklich aber ja. Weil Burko ist, glaube ich, machbar. Ob es jetzt schon geht, ich hoffe es hier. Schauen wir mal. Weil der Kerl ist meistens, glaube ich, sogar betrunken. Aha, da isst jemand wieder Knusperkäse. Halt. Bauer. Jawohl. Oh, ja. Sag mir nicht, du hast das nicht. Guten Morgen, Rot. Servus, Seifer. Das hat er wirklich nicht gegeben. Dann schauen wir uns mal diese beiden Typen da drüben an, ne? So. Huja. Mir ist zu Ohren gekommen, du hast es auf meine Jungs abgesehen. Und soweit ich weiß, bist du einer von Lees Schützlingen. Ich warne dich. Bald werden sich hier einige Dinge ändern und dann werden wir uns nochmal über die Sache unterhalten. Wir beide müssen uns mal unterhalten. Was willst du? Ich denke, es wird das Beste sein, wenn du dich auf dem Hof nicht mehr blicken lässt. Sieh zu, dass du hier bis morgen verschwunden bist. Wir haben uns verstanden? Fick dich doch ins Knie. Wir beide sollten uns mal unterhalten. Ich werde nicht von hier weggehen. Unterhalten, probieren wir es mal so. Wir beide sollten uns mal unterhalten. Ich wüsste nicht, worüber. Dann halt das untere. Ich werde nicht von hier weggehen. Ja, dann müssen wir noch mal darüber reden. Ich glaube, es geht nicht. Steck die Waffe weg. Kluges. Die hauen sich den Schädel ein. Ein Kampf. So, aber jetzt. Komm her, du Wischl. Ach, verdammt. Ja, ist ja halt ein Versuch wert, ne? Ich werde es ja nochmal speichern und vielleicht, ja, kriegen wir ihn ja irgendwie klein. Das ist halt das Problem mit seiner Kackrüstung, ne? Die ist halt einmal zu mächtig. So, das verspringen wir mal. Bla bla. So, speichern. So. Hey, Arschgesicht. You. Wir beide müssen das machen. Was willst du? Ich denke. Okay, dann nochmal, dass wir nicht zu viel zum Quatschen nachher haben, weil ich werde jetzt ein paar Versüchchen brauchen. So, du kam, du wirst, wir gehen nicht von hier ich weg. Und auf geht's. Ah, ein Kampf, ein Kampf. Hau drauf! Nicht schlecht. Alter. Das wird dir meine Lehre sein. Wir machen halt kaum Damage, ne? Ich werde versuchen, hier einen Glitch auszunutzen. Wo geht denn hin? Geht jetzt rausschiffen? Aufs Klo meine ich. Mist. Aber ich habe ihn, glaube ich, da hinten beim Baum irgendwie hinglitschen können. Und dann, glaube ich, ist es gegangen. Dann konnte ich ihn zusammenschlagen. Langsam, aber es ging. Jetzt wäre halt echt toll, wenn ich... Ja, wenn ich mehr Stärke hätte.
Ich habe so einiges gehört. Ja, jetzt geht er brunzen, ne? Du bist so ein ekelhafter Kerl. Warte mal. Mir brauchst du das nicht zu sagen. So. Ich werde nicht. Ich hätte speichern sollen. Ja, jetzt ist keine gute Idee, glaube ich. Wurscht. Das war doch schon vorhin wieder her. Mein Gott. Dem hast du es gezeigt. Geh Mist, ey. So. Ja, passt natürlich. Wartet, ne? Ach, ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich muss schauen, dass ich ihn hier... Jetzt bleib ich am Tisch hängen, ne? Hier vielleicht. Warte mal. So. Hast du nicht Glück? Nein, ich habe kein Glück. Das war jetzt echt wieder typisch. Das ist, dass der so stark sein muss. Ja, schade, da habe ich leider keine Chance. Das haut leider nicht hin. Soll ich ihn mit Magie umhauen? Und du bist ja auch so ein komischer Kauz. Wo ist das Paket? Wo ist das Paket? Was weiß ich? Das ist halt echt blöd. Wie habe ich das damals angestellt? Kann's echt nicht mehr sagen. Hey, you! War ich da schon Söldner? Es muss fast so sein. Ja, das hat keinen Sinn. Da brauche ich nicht weiter probieren. Da muss ich mir... hoppla, falsches Ding. Ist ja wurscht. Da muss ich mir einen anderen Weg suchen. Ich werde jetzt mal mit Seifer sprechen, ob das schon reicht, die Sumpfstängel, die wir da haben. Dann könnte ich das überspringen. Hey, will ja keiner hören. Wegen des Sumpfkrauts. Wegen des Sumpfkrauts. Oh, warte mal. Ich werde sehen, was ich machen kann. Ich werde sehen, was ich machen kann. Warte mal, da war was anderes noch. Ich weiß, wer dein Kraut gestohlen hat. Ich weiß, wer dein Kraut gestohlen hat. Wer? War es dieser Bodo? Nein. Es war einer von den Söldnern. Da. Dieser Dreckskerl. Wo ist er? Du kannst dir den Weg sparen. Er hat das Paket nicht mehr. Er hat es in Korinis verkauft. Wo ist er? Hinterm Küchenhaus, an der Ecke. Ich mach ihn platt! Genau so ging das. Oh, mit der Ork-Axt, na freilich, ne? Soll mir helfen? Vielleicht kriegen wir die Punkte. Yes! Nehmen wir gleich alles mit, was er hat. Danke für das Gold. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. So. Und jetzt? Warte mal. Wegen des Sumpfkrauts. Wegen des Sumpfkrauts. Hier sind ein paar Stängel. Hier hast du ein paar Stängel. Ach, du bist mein Mann. Meine Stimme gehört dir. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Und tschü. Und wie geht's dir? Warte mal. Na, das passt dann. Oder vielleicht doch, jetzt, wo wir zusammengeschlagen haben. Vielleicht weiß es jetzt. Wo ist das Paket? Okay. Ich hab's an irgendeinen Penner in der Stadt verhökert. Es war am Hafen. Ich weiß nicht mehr, wie er aussah. Du brauchst doch wohl nicht nochmal Schläge. Ehrlich, Mann, ich war total dicht. Hab keine Ahnung mehr, wie der Kerl aussah. Es war am Hafen in der Nähe des Bootsbauers. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Okay. Und tschü. So. Gut, dann schauen wir mal bei Chavez vorbei. Hallo? Wie viele von Silvios Männern stehen noch auf meiner Liste? Wie viele von Silvios Männern stehen noch auf meiner Liste? Festa hat versucht, mich zu verarschen. Das war sein Fehler. Ich war bei Raul. Und? Er hatte die Schläge dringend nötig. Gut, weiter so. Ich erwarte, dass du es mindestens drei von ihnen ordentlich zeigst.
Ein drittes Opfer brauche ich noch, aber Bulko ist keine gute Wahl. Und Rod, naja, das hat er wirklich nicht verdient. Jetzt kommt den Umhauen ist halt auch nicht gerade nett, ne? So, haben wir mal kurz Clubschein. Ah, wir haben noch Zeit. Gut. Ich gehe wieder schlafen. Wir haben Seifers Stimme auch, das passt wunderbar. Ja, wen zum Henker soll ich denn noch umklatschen? Bleibt ja fast nur Rod. Ich glaube, man muss die 70 Stärke haben, um seine Waffe führen zu können. Ich warte mal, bis er da ist. Ich probiere es einfach mal. Ich speichere hier trotzdem schnell mal ab. So, das mit dem Sumpfpaket ist ja eh geklärt. Seifer gibt uns seine Stimme. Das ist hervorragend. Und dann schauen wir mal. Warte mal. Wie sieht's aus? Ich will mich den Söldnern anschließen. Wir fragen mal das. Ich will mich den Söldnern anschließen. Schwächlinge können wir hier nicht gebrauchen. Ich glaube, das hatten wir schon. Ich wette, ich kann mit deinem Schwert umgehen. Naja, wird nichts werden, aber schauen wir mal. Ich wette, ich kann mit deinem Schwert umgehen. So? Wie viel soll ich dir abknüpfen? Ach, du siehst aus wie eine arme Wurst. Sagen wir 30 Goldstücke. Hast du überhaupt so viel? Warte mal. Ich tue es nochmal weg. Warte, beenden. Da weiß ich vielleicht noch einen Schmäh. Wir haben hier noch den Stärkegurt. Den ziehe ich jetzt gleich mal an. So. Haben wir noch irgendwas mit Stärke plus? Ich glaube nicht. Wie viel Stärke haben wir jetzt? Wir haben 30 Stärke. Oh weh, das ist halt schon zu wenig. Ich dachte, wir hätten mehr. Wenn er das nicht sieht, das schaffen wir halt nicht. Ist ja wurscht. Was soll man machen? Einiges gehört. Hallo, Rot. Ich wette, ich kann mit deinem Schwert umgehen. Das gibt mir jetzt wieder 30 Goldstücke, klar? Klar. Dann lass mal sehen. Hier. Dann wollen wir mal sehen, wie stark du bist. Ja, wird nichts werden. Etwa so? Da hast du mich wohl dran gekriegt. Hätte ich nicht gedacht. Sieht man dir gar nicht an, dass du so viel Kraft hast. Tja, dann bin ich wohl um 30 Goldstücke ärmer. Hier. Und jetzt gib mir meine Waffe wieder. Ich denke nicht. Ja, genau. So läuft das. Ich denke nicht. Was war das? Ich glaube, ich werde sie noch ein bisschen behalten. Na warte, du Mistkerl. So, Moment. Nein, geht schon da los. Und geht schon los, der Kampf. Jetzt hat er nämlich keine Waffe. Jetzt ist er leicht für uns zu besiegen. Und er zählt nämlich zu Silvias Leute, ne? Das ist nämlich genau so war der Schmier in der Sache. Lass dir nichts gefallen! Sonst haben wir nämlich keine Chance gegen ihn, ne? Und so können wir ihm einfach umhauen. Den wirst du ja wohl schaffen! Ja, genau so ging das. Wehr dich! Bleib dran! Nicht schlecht! Und passt. Und wir können ihn schon ausrauben. So, und jetzt kriegt er seine Waffe wieder zurück. So ging das. Und das war jetzt Nummer 3. Genau. Zwei Fliegen mit einer Klappe. So war das. Ich habe mir das schon gedacht. Hervorragend. Versuch das ja nicht nochmal. Hey, you. So. Gut, du hast gewonnen. Was willst du? Hier hast du dein Schwert zurück. Hier hast du dein Schwert zurück. Wurde auch Zeit. Ich will mich den Söldnern anschließen. Ich will mich den Söldnern anschließen. Okay, ich bin nicht nachtragend. Du kannst kämpfen. Das ist es, was zählt. Die meisten Jungs hier nehmen eine kleine Prügelei unter Freunden nicht ernst. Wirst du noch merken. Meinetwegen kannst du mitmachen. Das ist sehr schön. Keine Ahnung. Haben wir das schon gefragt mit der Zweihand? Kannst du mir beibringen, wie man mit Zweihandwaffen umgeht? Ich bin zwar kein schlechter Kämpfer, aber ein guter Lehrer bin ich deswegen auch noch nicht. Aber ich denke, ich kann dir die Grundlagen des Zweihandkampfes beibringen. Schauen wir mal. Ich will mich im Kampf mit zwei Händern verbessern. Aha, passt. Haben wir schon gehabt. Gibt es keinen Tagebucheintrag mehr, weil wir das schon hatten. Okay, dann auf zu Yavis.
Chavez. So. Kann ich ihm auch nicht mehr. Das müsste jetzt nämlich so passen. Hallo Chavez. Wie viele von Silvios Männern stehen noch auf meiner Liste? Rod sieht nicht mehr ganz so gut aus. Festa hat versucht, mich zu verarschen. Das war sein Fehler. Ich war bei Raul. Und? Er hatte die Schläge dringend nötig. Das reicht, das reicht. Ich bin beeindruckt. Wenn Lee mich fragt, kann ich bedenkenlos für dich stimmen. Hervorragend, das freut uns. Sehr gut. So, gibt es denn jetzt noch jemanden, der offen ist? Ich glaube nicht, ne? Wir haben recht viele Stimmen. Und ich denke, im nächsten Part werden wir mal fragen, ob wir uns den Söldnern schon anschließen dürfen. Ne? Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!